Und das ist wirklich mal ganz blödes Timing. Ausgerechnet jetzt, wo sich die Corona-Krise schon wieder zuspitzt, hat Deutschland keine richtige Regierung. Das klingt übertrieben, das klingt hart, aber im Grunde herrscht hier ja nackte Anarchie, meine Damen und Herren. Ja. Ja, es ist doch so, wir leben gerade im Niemandsland zwischen zwei Regierungen. Dabei läuft uns im Kampf gegen das Virus die Zeit davon. Jeden Tag neue Rekordinzidenzen, Krankenhäuser längst am Limit. Die Experten der Leopoldina fordern diese Woche deswegen 2G bundesweit und eine Impfpflicht für körpernahe Berufe, und zwar jetzt, besser noch gestern. Leider hat aber keiner von denen hier die Eier oder den Willen, das durchzusetzen. So, und genau dagegen haben gestern in Köln tausende mutige Menschen protestiert. Guck mal. Guck mal, wie wütend die sind. Wie wütend die sind auf der Zülpicher Straße, zu Recht. Warte mal, warum sind die denn verkleidet? Und warum sind die denn besoffen? Ah, gestern war 11.11. Verstehe, verstehe. Ja, die Demo hatte gar nichts mit Corona zu tun. Beziehungsweise sie wird dann bald mit Corona zu tun haben. Ne? Ich meine, gut, Riesenparty. Riesenparty, aber mit 2G-Kontrollen, heißt es. Ist bestimmt kein Problem, da zu kontrollieren bei den paar Leuten. Sag mal, was ist denn hier los? Nicht nur, dass keiner mehr durchblickt, wo im Land, in welchem Bundesland jetzt 3G gilt oder 2G plus, minus 4G im Sinn. Die Krux sind die Kontrollen. Es müsste dann, Freunde, bitte wenigstens knallhart kontrolliert werden. So wie hier. Schwerpunktkontrollen am Wochenende haben laut Bezirk gezeigt, dass in 80% der Fälle die Gastronomen nur unzureichend oder gar nicht kontrolliert haben. Wir haben für unser Team entschlossen, wir als Gesellschaftszimmer, wir werden diese Auflage nicht erfüllen. Das ist unser Statement. Wir werden das nicht tun. Die 3G-Verordnung, die machen wir voll mit. Wissen Sie warum? Gebraut, gezapft, getrunken. Ja, ja, nicht zu vergessen, gestorben. Gut, viele Gastronomen kontrollieren bestimmt gewissenhaft, weil sie ahnen, die Alternative ist irgendwann wieder ganz dicht machen. Corona kehrt mit Macht zurück und wir haben eine geschäftsführende Kanzlerin, die kaum noch was machen darf, und einen kommenden Kanzler, der in Sachen Virus kaum was machen will. Das ist mein Eindruck, muss ich sagen. Gut. Gut. Das ist ein ganz furchtbarer Asterix-Band. Ich meine, gestern hat Olaf Scholz im Bundestag gesagt, wir müssten mehr Leute impfen, sag bloß. Dann ist 3G am Arbeitsplatz in Planung und er sagt, wir sollen irgendwas mit Deutschland machen. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Jetzt müssen wir unser Land winterfest machen. Damit wir Deutschland winterfest machen können. Winterfest machen. Wir machen uns winterfest, winterfest. Das Winterfest der Volksmusik. Hey, Winterfest! Ja, habe ich immer gerne geguckt. Winterfest, total wichtig. Immer Frostschutz kontrollieren. Aber apropos Winter, irgendwann im letzten Sommer hat die GroKo ihre Impfkampagne offensichtlich einfach aufgegeben. Warum auch immer. Und die neuen Ampelmaßnahmen nehmen leider, wenn Sie mal genau hingucken, sehr, sehr viel Rücksicht auf Ungeimpfte. Ja, ja. Bloß nicht anecken. Alle sollen sich wohlfühlen in unserer Kuschelpandemie. Impfpflicht, nicht mal in Altenheim. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe wirklich enorme Hochachtung vor dieser Arbeit. Ich war selber mal, wenn auch unfreiwillig, 20 Monate in der Altenpflege. Aber ich meine, man geht da doch eigentlich rein, um Menschen zu helfen. Wenn mir das egal ist, dass ich die anstecke, kann ich auch was anderes machen. Irgendwas mit Tieren oder Möbeln, weiß ich nicht. Also keine Frage, ohne Ironie, Freiheitsrechte sind extrem wichtig, aber sie enden grundsätzlich da, wo ich die Freiheit von anderen gefährde oder ihr Leben. Das ist echt traurig. Ich meine, mit einer besseren Impfquote hätten alle wieder ihre Freiheit. Stattdessen wird Covid diesen November 2 Jahre alt. Und zu genau dem Thema begrüße ich jetzt das Coronavirus. Ja, Abend, zweiter Geburtstag. Feiern Sie das eigentlich? Bitte? Nee, ich war gestern schon im Kölner Karneval unterwegs. Alter, hab ich nen Schädel. War aber ein geiler Abend. Viva Colonia! Ich fühle mich überhaupt wahnsinnig wohl bei euch in Deutschland, ne? Wollte ich einfach mal loswerden. Ja, das hört man gerne. Nee, ehrlich jetzt, ohne Scheiß. In anderen Ländern, wie ich da behandelt werde, unterste Schublade. Italien, da sind fast alle geimpft. Spanien auch. Und die haben ein komplett digitales Gesundheitssystem. So kann ich nicht arbeiten. Dann lobe ich mir Good Old Germany. Ihr habt nicht mal eine Regierung. Kein Witz. Ich beantrage jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Oh. Und trete in die FDP ein.
Deutschland, Deutschland. Das Coronavirus, vielen Dank. Deutschland, Deutschland. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie gerade für Corona geklatscht? Gibt's doch wohl gar nicht. Ja, jetzt heißt es schon wieder, wenn wir mit 2G, 3G und den ganzen anderen Gs nicht bald die Wende schaffen, bleibt nur der sogenannte Notschalter-Lockdown für alle. Mit anderen Worten, schön mit Öl Weihnachten. Ja, gut, dafür kommen aber jetzt die kostenlosen Tests zurück, die übrigens, und das ist mir ganz wichtig, gar nicht kostenlos sind. Die zahlen wir alle. Man könnte auch sagen, ich zahle die Tests von Xavier Naidoo. Ja, mache ich gerne, aber noch lieber würde ich ihm die Impfung zahlen. Aber ist eine andere Geschichte. Genau das gleiche Hü und Hott bei der Schulpolitik. Maske auf, Fenster zu, Maske wieder runter bei den Kindern, Fenster auf. Wirklich, die Schüler in Deutschland können einem nur noch leid tun. Ich würde mir wünschen, dass die Politiker jetzt gerade, weil die Zahlen da jetzt wieder hochschießen, dass, wenn die Zahlen zu hoch werden, sie wirklich mal drüber nachdenken. Entweder wieder die Maskenpflicht einzuführen oder, wenn es viel zu hoch ist, auch wieder die Schulen zu schließen oder die Präsenzpflicht wenigstens auszusetzen. So konnte ich mich noch nicht mal mit 30 ausdrücken. Ein erschreckend eloquentes Mädchen in einer Berliner Grundschule. Er kennt den Ernst der Lage. Hier, Vorschlag. Da wir ja im Moment keine Bundesregierung haben, wie wäre stattdessen mit einem Krisenstab aus Grundschülern? So, Leute, mitschreiben. Ab sofort 2G und zwar bundesweit. Falls eins von den neuen Ländern nicht mitmacht, schicken wir die Bundeswehr. Außerdem Impfpflicht für Pflegeberufe und alle Körpernahmenjobs. Wem das nicht passt, der kann sich gehakt legen. Ach ja, Weihnachten fällt aus. Pressemitteilung geht sofort raus. Corona-Krise beendet. Alter, ich hab's so drauf. Macho-Arsch. Viel besser. Viel besser. Ja. Grundschüler. Ich meine, klar. Keine Frage, werden sich jetzt auch Geimpfte wieder öfter testen müssen. Und ab einem bestimmten Alter viel schneller boostern. Aber der Blick auf die Landkarte lügt nicht. Je niedriger die Impfquote in einer Region, desto voller die Intensivstation. Punkt, Ende der Debatte. Geimpfte versus Ungeimpfte. Ein Riss, der mitten durch Freundeskreise und Familien geht. Haben Sie vielleicht gelesen, der Spiegel hat dazu gerade einen großen, fast schon herzzerreißenden Artikel gebracht. Es ist wirklich heftig, was dieses Corona mit deutschen Ehen macht. Die Kühnes, ein normales Ehepaar. Bis zu diesem verhängnisvollen Moment. Sag mal, Schatz, kennst du eigentlich dieses Telegramm? Das habe ich mir gerade mal runtergeladen. Ist echt ganz interessant. Die ganzen Impftoten. Da verändert sich über Nacht deine DNA. Klar, wegen der Spike-Proteine. Die ganzen Impfkrüppel, die werden alle versteckt in der Kanalisation. Nee, nee, mach das Schlafschaf. Alle, die auf der Intensiv liegen, sind geimpft. Und in der Stadt. Stefan Kühne erkennt seine Frau Ramona gar nicht wieder. Ich erkenne meine Frau Ramona gar nicht wieder. Sie hat sich in den letzten 20 Sekunden in einen völlig anderen Menschen verwandelt. Redest du mit dem Lügen-ZDF? Nein, das ist... Mach die scheiß Kamera aus! Also kein Einzelfall. Immer mehr deutsche Paare entfremden sich in der Pandemie. Ich wollte es ja erst nicht wahrhaben, aber dann habe ich zufällig gehört, was sie unserem Kleinen vorliest. Und am Ende sind alle Erwachsenen an BioNTech gestorben. Auch Mama und Papa. Und die Kinder waren ganz allein. Und dann der Horrormoment. Ich gucke so ins Wohnzimmer und sehe, meine Frau tanzt zu Nena. Stefan Kühne versucht es zunächst geduldig mit Argumenten. Aber überleg doch mal, Hase, ohne Impfung kommen wir bald nirgendwo mehr rein. Dann zwing mich doch zum Impfen. Probier's doch mal, ha? Probier's doch mal. Eine weitere Ehe zerbricht an Corona. Doch dann hat Stefan Kühne die rettende Idee. Ist doch ganz einfach. Ich habe jetzt hier im Wohnzimmer meine eigene 2G-Zone. Cool, oder? Willst du mich eigentlich verarschen, was? Und einmal mehr hat die Liebe gesiegt. Mhm. Naja, genau. Ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk ist alles dabei.
Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.